So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute habe ich das Video Nachricht an Jennifer Glasen, ist Spiritualität Teufelszeug? Ja, ich habe versucht jetzt auf Facebook eine Live-Schaltung zu machen. Problem war einfach die Qualität, das hat einfach mit dem Mikro zu tun. Ich schaue auf jeden Fall, dass ich das so verbessere. Deswegen auch vielen Dank an den Spender, der mir 10 Euro gespendet hat. Wenn du oder wenn sie wollen, dass ich ihr Name öffentlich preisgebe, kann ich das machen. Ja. Ansonsten sage ich halt einfach anonymer Spender, vielen Dank. Ja. Wird investiert, wie gesagt, Mikro etc. Wie gesagt, ich habe es jetzt mal so versucht mit dem Live, aber das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Vielleicht wollte ich das Video trotzdem noch hochladen oder nicht, mal schauen. Jetzt mache ich es einfach so. Ich bearbeite das, was ich aufgeschrieben habe, und zwar geht es um das Video von Jennifer Glasen, wo sie sich gegen Spiritualität wendet. Ist ja auch allgemein, wo es. Sie hat ja mehrere Videos gemacht und sagt, ja, sie hat zu Jesus gefunden, zu Gott gefunden. Finde ich ja okay. Also, wenn, liebe Jennifer, wenn du deinen Weg gefunden hast, will ich ja das nicht kritisieren, aber es ist schon ein Problem, wenn du sag Spiritualität, das ist ja alles Teufelszeug und du wirfst auch viele Sachen in einen Topf, was nicht passt, ja. Überlege mal, auch das Christentum ist spirituell, also auch im Christentum sagt ja auch zum Pfarrer geistlich, also das gehört ja eigentlich, die Spiritualität, Christentum gehört ja auch zur Spiritualität, ja. Ja, was habe ich mir alles aufgeschrieben? Ja, du hast ja viele Stationen durchlaufen. Los ging es mit Meditation und da hast ja schon, da ging es ja los, dass du gedacht hast, du kannst sofort fliegen. Ja, einmal meditieren kann man nicht fliegen. Okay, du warst dann noch jung, sagen wir mal so. Da kann man es noch verstehen. Aber auch später, denke ich einfach, hast du zu viel Erwartungshaltung an die Sachen gelegt. Ja, also nach der Meditation kam die nächste Station, war ja Hexerei. Liebeszauber, mal eine Frage, welches Hexerei ging es, um schwarze Magie oder weiße Magie? Beim Liebeszauber ist es ja so, dass du in die Persönlichkeit eines anderen Menschen eingreifst, du fragst ihn nicht um Erlaubnis, stell dir vor, jemand macht das mit dir und würde den Liebeszauber machen, der ist typisch, vielleicht hat vielleicht einen miesen Charakter, ja, und du verliebst dich in denjenigen. Also das zeigt ja Liebeszauber, das zeigt ja eigentlich, dass du für Magie eigentlich nicht bereit bist. Magie gibt es, ja, ist möglich, Magie zu lernen. So, es gibt Leute, die können zum Beispiel Löffel verbiegen, es gibt Leute, die können Bleistift bewegen, oder es gibt zum Beispiel buddhistische Mönche, die können mit der Nadel in der Glasscheibe eine Nadel durchschießen und die kommt dann auf der anderen Seite wieder raus. Das sind schon die ersten Anfänge von Magie, von Kräften. Ja. Früher gab es richtige Magier, aber die sind ja von Leuten wie so bibeltreue Christen eben ausgerottet worden. Ja. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, sowas machst wie Liebeszauber, zeigt mir das eigentlich, dass du nicht reif bist für Magie. Das soll nicht heißen, dass ich der Intelligenz in Frage stelle, aber in dem Punkt fehlt dir einfach die Reife oder das Wissen, ja. Dann kam die nächste Station Voodoo. Ja, da würde mich auch interessieren, was weiße Magie oder schwarze Magie. Beim Voodoo gibt es ja auch zwei Sorten. Dann vierte Station, da habe ich aufgeschrieben, ein paar Jahre Pause, mich gar nichts mehr beschäftigt. Okay. Dann kam das positive Denken, Joseph Murphy. Ja, ist, finde ich, ein Widerspruch eigentlich. Es ist irgendwo, ich meine, die Christen, es gibt viele Christen, die sich an das positive Denken halten, weil es ist ja positive Denken, zeigt ja Anerkennung zu Gottes Schöpfung, dass man sagt ja zu Gottes Schöpfung und sagt ja, alles was kommt von Gott. Also ich weiß gar nicht, was dein Problem ist mit positivem Denken. Ich meine, ich habe hier noch das Buch Glück ist kein Zufall, das kann ich dir mal empfehlen. Glück ist kein Zufall, mir war das schon zu christenlastig, also zu sehr mit Bibel und Gott. Die Autoren waren Dr. Joseph Murphy, Dale Carnegie, Nope, Napoleon Hill und Louise L. Hay. Ja. Einfach mal, vielleicht mal lesen. Ja, waren meines Erachtens christliche Autoren. Ja, da hast du dann noch, kam dann ein Widerspruch. Ich stellte fest, dass sie die Realität steuern kann. Doch dann hatten sie keine Erfolge eingestellt. Also erst sagst du, ja, es gab Erfolge und dann wieder nicht. Also was stimmt denn nun? Ja.
Als nächste Station kam The Secret. Das sind so schöne Weisheitslernen. Geht auch um positives Denken und Resonanz. Was strahle ich aus? Wie kommt es zurück? Finde ich nicht schlecht. Was war das Problem? Warum hat es nicht geklappt? Oder was hast du das Problem gehabt bei dem? Kann mir jetzt nicht vorstellen, was das irgendwie schlecht sein soll. Dann Chakrenklärung. Was war da? Also. Da hast du es bloß erklärt, Chakrenklärung, aber nichts, warum das schlecht gewesen wäre oder nicht gut. Ja, dann achtens Karten legen. Kenne auch Christen, die legen Karten, ja, und nehmen halt dann Kontakt zu Gott auf oder zu den Engeln, ja, und sagen dann, lieber Gott oder liebe Engel, sagt mir, zeigt mir dann die Karten, ja, und würde auch gar nicht zum Widerspruch sehen zum Christentum, ja. Dann Verschwörungstheorien und David Icke. Erstens mal, gut, da bin ich sogar deiner Meinung. Ich bin gegen Verschwörungstheoretiker, weil Verschwörungstheoretiker suchen den Feind immer im Äußeren, ja. Also irgendwelche böse Freimaurer oder jüdische Banker oder irgendwelche, keine Ahnung, oder Außerirdische würden die Welt regieren und versklaven. Und das ist einfach Unsinn, ja. Also man muss immer bei sich anfangen, bei sich schauen, ja. Und sein Bewusstsein, sein eigenes Bewusstsein erweitern. Das kann auch niemand verhindern, ja. Und davor halte ich eigentlich gar nichts. Also, das sind für mich keine spirituelle Leute. Wer das nicht erkennt, ist für mich nicht spirituell. Ja, genauso wie die Rechten oder Reichsbürger. Es gibt keinen Widerspruch, größeren Widerspruch zwischen Spiritualität und irgendwelchem rechten Gedankengut oder Reichsbürgertum. Natürlich versuchen die das zu unterwandern, aber um es zu zerstören. Ja, sie versuchen ja die Spiritualität zu zerstören. Ja, 10, dann ging es mit Chakren weiter, habe ich aufgeschrieben. Dann 11. NLP, neurolinguistisches Programmieren, falls es nicht, jemand nicht weiß. Okay, dann 12. Station waren Engel. Da hast du gesagt, du hast mit Engel gearbeitet. Engel? Na und? Du bist Christin! Was hast du für ein Problem mit Engeln? Hallo? Gibt es jetzt im Christentum keine Engel mehr oder was? Dann der nächste Punkt war 13, dann hast du mit Energie gearbeitet. Okay. 14, Yoga? Und dann hast du später gesagt, Yoga ist Teufelszeug. Was um Gottes Willen, das ist ein Yoga-Teufelszeug? Liebe Jennifer, erklär das mal. Millionen, zig Millionen Menschen betreiben Yoga, nicht mal aus spirituellen Gründen, sondern einfach für die Gesundheit. Was um Gottes Willen ist bei Yoga Teufelszeug? Aber hallo! Also liegt es nicht vielleicht dran, dass es irgendwie aus einer fremdländischen Kultur kommt, kann das nicht sein, dass da irgendwo Fremdenfeindlichkeit damit einspielt? Also den Verdacht habe ich auch ein bisschen, ja. Und das weiß man auch von so bibeltreuen Christen, dass die ziemlich rechts nach rechts tendieren, wenn sie sich politisch äußern, ja. Und das ist was man auf keinesfalls befürworten kann, ja. Und dann 15 warst du lange Zeit in Indien, hast mit Mantren gearbeitet. In Indien warst du irgendwas gesagt, da war was Schlimmes passiert. Was ist passiert? Erklär mir mal, was da los war. Und dann 16. Station war Grigori Grabavoy. Da hast du auch wieder gesagt, du hattest Erfolge, nur nicht in allen Bereichen. Ja. Dann hast du gesagt, wenn ich es anderen Menschen beibringe, so muss es doch bei mir auch alles perfekt laufen. Aber hallo, liebe Jennifer, was hast du für Ansprüche? Was glaubst denn du? Du denkst, es geht alles so. Du hörst es einmal an und dann bist du total spirituell und hast es voll drauf. Das ist alles ein langer Weg. Es ist immer wieder Praxis, 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 Praxis und meditieren und Praxis und lesen und immer wieder anwenden. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ja. Wie war es bei mir mit den Astralreisen? Ich hab trainiert, ich habe Astralreisen trainiert und Frequenzen gehabt, mir ist der Schädel platzt. Ich habe es nicht geschafft, meinen Körper abzustoßen. Ja. Gut, meine Träume sind dann immer luzide geworden und so, aber ich habe es Astralreisen nicht gepackt. Und dann habe ich es aufgegeben, habe ich es hingeschmissen. Ja. Und nach einer langen Zeit dann irgendwann mal wieder, bloß so aus Jux und Jahren mal probiert, ob ich wieder meinen Körper und ohne Frequenzen, also oder binaurale Beats, da das irgendwie versucht einzuleiten, sondern einfach nur durch Visualisierung und zack, bumm, also mit dem Körper. Ja. Und das ist das, was ich dir sagen will. Ja, ich meine, ich sehe mich da auch ein bisschen, ich will dich ja nicht verurteilen oder so, aber ich möchte das mitgeben, dass nichts kommt von heute auf morgen. Ja, also du.
vergleichen mit einem Bauer, der jetzt eine Saat, ein Feld sät und dann am nächsten Tag schon mit der Erntemaschine daherkommt und sagt, ja, wo sind jetzt meine Früchte? So funktioniert es nicht. Also, ich meine, irgendwo muss man da schon ein bisschen, wenn man ja, ein bisschen erwachsen denke oder erwachsen war und das mal begreife, ja. Okay, und ich würde mal fragen, ja, dann kam noch die Krankheit, meine Mutter konnte nicht helfen, ja. Das würde auch jeder Schamane oder sagen, man kann nicht immer helfen. Ja, wenn die Uhr abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Ja. Krankheiten sind ja auch Botschaft im Universum. Und wenn es einfach so wichtig ist, dass man erstmal die Botschaft versteht, dann wird man auch die Krankheit nicht heilen können. Also das wird auch nicht immer funktionieren. Das dürfte aber eigentlich klar sein. Okay, du hast ja schon insgesamt ungefähr 16 Stationen, circa. Ja, wenn mir nicht alles täuscht, wenn jetzt. Dann seit 2011 hast du gesagt, bist du spirituell, ja, also 7 Jahre. Nehmen wir mal an, war schon vorher spirituell, ich meine, so alt siehst du ja nicht aus, ich meine, du bist so circa 30, schätzungsweise, berichtige mich, wenn ich mich täusche. Also nehmen wir mal an, du bist schon seit 16 Jahren spirituell, dann hast du 16 Stationen, dann hast du quasi immer ein Jahr lang was gemacht und dann hast du bumm wieder aufgehört und das nächste Jahr angefangen, ja. Und das ist einfach. Ja, klar macht man Verschiedenes mit, das ist ja okay, aber vielleicht sollten wir mal bei einem bleiben und das mal intensiver mal vorantreiben und intensiver auch in die Praxis gehen. Ja, also wie gesagt, nichts kommt von heute auf morgen. Ja, alles ist immer ein Weg. Ja, und ja, da habe ich noch, warum sind es dämonische Kräfte? Ja, genau, was sind für dämonische Kräfte? Sind da am Wirken. Erklären wir das mal. Wie bist du da drauf gekommen, dass da dämonische Kräfte am Wirken sind bei diesen spirituellen Praktiken? Dann hast du kritisiert, durch das Denken, man wäre Gott. Ja, also es ist ja so, wir sind Abbild Gottes, wir sind ja die Saat Gottes und wir wachsen ja, wir sind quasi kleine Götter, die zu großen Göttern heranwachsen. Ja, so muss man sich vorstellen. Also stimmt es schon, wir sind halt Gott, wir sind Gott, aber wir sind halt kleine Götter. Ja, es gibt ja schon höher entwickelte Götter, eine höher entwickelte Zivilisationen, Aliens etc. Ja, und dann gibt es halt die ganz, ganz hohe Schöpfergeist und das ist halt dann Gott. Übrigens, ich bin auch, war auch immer jahrelang christlich und finde auch okay, dass als Grundlage finde ich es okay, ja. Aber ich habe halt irgendwann angefangen, die Bibel zu hinterfragen, weil die Bibel kann nicht Gottes Wort sein. Dann liest man die grausamen Bibelzitate, die es da gibt und was es da alles an Grausamkeiten gibt. Ja, Zauberinnen und so sollst du nicht am Leben lassen und so weiter. Auch mit den Kindern dann mal ein paar Sachen aufzählen. Jetzt ist aber gerade bald, schon bald, ich muss bald schon wieder dann, ja, ich glaube, wir machen noch einen zweiten Teil. Ja, auf jeden Fall, ja, dann hast du die Reinkarnation kritisiert. Meine Reinkarnation, es gibt sogar Christen, die sogar sagen, kenne ich, habe ich mal ein Kind gelernt, der gesagt hat, ja, es reicht nicht ein Leben, um die Vollkommenheit zu erlangen, sondern das Ganze ist eine Abstufung. Also es gibt immer Stufen, ja. Und der auch nicht diesen Quatsch glaubt mit Fegfeuer und so ein Schmarrn. Also für mich ist das auch Kindergarten, glaube ich. Die Bösen kommen in die Hölle und die Guten in den Himmel. Also. Und wenn man dann fragt, ja, was ist, wenn man da so zwischendrin ist? Ja, das Fegfeuer, da muss das Fegfeuer. Das klingt mir alles so erfunden. Das sind ja alles so nach menschlichen Erfindungen. Nee, ich glaube, das ist anders. Das geht einfach nach der Höhe vom Bewusstsein, je nachdem, wie sich das Bewusstsein entwickelt. Ja? Je mehr Christusbewusstsein der Mensch hat, desto mehr kommt er in höheren Ebenen. Also in paradiesischen Ebenen, wo es dann bessere Lebensumstände herrschen. Ja, ich halte überhaupt nichts von so bibeltreuen Christen. Zum Beispiel hat meine Mutter immer von Zeugen Jehovas der Wachturm bestellt und so. Und als sie dann mal in der Obdachlosigkeit war, hat sie mal so Zeugen Jehovas anbettelt und sie hat keinen Cent bekommen von denen. Sie ist schon weggejagt worden. Und dann hat sie auch gesagt, also für das, dass sie denn die Zeitschriften da bestellt hat, also das ist natürlich schon derb, ja. Ja, gut, ich sehe schon wieder, ich muss jetzt beenden. Ich mache jetzt nochmal einen zweiten Teil. Und dann würde ich sagen, bis bald und macht's gut.